Jo, 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 Leute, und herzlich willkommen Was war das denn für ein Anfang? bei Until Wir sind hier mit und dem Spitzensportler mit seinem Ding in der Hand. In der süßen, Ey, da liegt was! Oder haben wir das schon? Ja, das habe ich schon im Schatten. Wir sind hier mit Matt und der ach so süßen Emily hier auf einer Klippe. Und wir haben im letzten Part ein Totem gesehen, wo Matt von der Klippe gestürzt ist. Dann stürzen wir mal nochmal. Also bitte ich dich jetzt aufzupassen. Als ob jetzt nochmal diese Viecher kommen, Junge. Dung Cliff. Ja, Danger Cliff. Nein, da steht Dung Cliff. Ey, kann sich auch mal was anderes außer die ganze Zeit Ist ja nicht so, sie kann nur das. Alter, hör auf. Ich hab Angst. Hä, dann? Hä? Oh, na, ey, ist das dein Ernst? Das ist, glaube ich, zum zweiten Mal passiert, ne? Oder? Ey, hast du es gehört? Oh, oh mein Gott. Alter, wie viele sind das von denen? Ach so. Du hast nach... Ich dachte, es war mit Beth und so auch passiert, war gar nicht so, ne? Oh, oh, soll ich den Schlag? Ich glaube, wir dürften es nicht schlagen. Du hast eine Axt. Scheiße! Ja! Jetzt bin ich mal befreit, Alter. Boah, ich hatte ja schon seit 5 Jahren den Controller. Nein! Was sie sich anhört, Alter. Alter, der Tür steht einfach hinter hier! Der hat pinke Kopfhörer. Als ob sie den nicht. Oh Mann, ihr darf nichts passieren. Was treibt ihr da draußen? Ja, dann beschützen. Wollt ihr spannen? Kann ich nicht verüben. Kann sie die Tür nicht zuschließen oder so? Okay. Hätte sie das nicht machen sollen? Hat sie es nicht gemacht? Keine Ahnung. Fragezeichen? Kann man da überhaupt Türen zuschließen? Bestimmt, Mann. Das wäre ja voll creepy, wenn nicht. Ach, schade. Genau. Und ich darf sie jetzt so spielen, ja? Tatsächlich. Vielleicht liegen deine Sachen hier da rum. Oh mein Gott, ich muss in das Spiel reinkommen. Ich habe jetzt gefühlt, drei, vier Parts habe ich jetzt die Kontrolle nicht in der Hand. Ich kann nicht mal chillen, Leute. Oh yeah. Boah, dieser kranke Typ, der hat hier zugeguckt. Das war's. Der hat mir doch gerade auch zugeguckt. Das sind doch meine... Verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Ey, nicht ihr. Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Weihnachtsgeschenk. Oh Mann, wie süß. Okay. Chris? Ja, Mann. Ja, Josh. Wenn sie wüsste. Wenn Aber ich mag das nicht. Warum sind hier eigentlich mal Kerzen an? Wer ist so hobbylos, macht hier überall die Kerzen an? Wie die mal ihre Juster so halten. Ja, muss sie ja, ne? Was ist das für eine Sicht? Du willst ja nicht sneak peeken, oder? Oh, Alter. Hey. Ich hab mich mega erschrocken. Blöde Uhr. Oh, kannst du mal bitte so wenigstens Socken anziehen? Ich mag das nicht. Die Socken hätte sie sich wenigstens anziehen. Ja, bitte. Sind die nicht aber überall... Ja, später werden da nicht sein. Sind sie nicht überall okay? Videoaufnahmen? Also Kameras oder so? Seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Das ist der Horrorfilm 2009. Reicht es euch? Regisseur Bob Washington, Blood Monastery. Okay, ein Filmpreis gewonnen wegen dem besten Horrorfilm. Ich fühle mich hier wie in einem Horrorfilm, wenn ich ehrlich bin. Okay, interessant. Kann ich meine Klamotten jetzt das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen. Ich glaube, für die wäre das kein Problem, ne? Im Handtuch also. I don't like where this is going. Help me out of this situation. I don't wanna play this game anymore. Du spielst gerade seit 2 Minuten oder so. Schön, weil ich musste die ganze Zeit die letzten Pots... Hast du den Ballon gesehen? Alter, ich dachte, das musste gerade so sein.
Ist ja ein Bild von Josh. Da rechts. Nee, und das ist ein Bild von Beth. Oh. Nee, das Bild hatten wir doch, oder? Hatten wir das schon? Ja, ne? Ja. Ja, hatten schon. Wir. Okay. Aber da meinte ich, das ist doch ein Bild von Josh. Warum sollte er da nackt so rumstehen? Da, ein Bild von Josh. Warte mal, ich dachte, du meintest das da oben. Ach so, nein. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Oh, ich hab so das leichte Bedürfnis, dass hier irgendwas schief... Nicht Bedürfnis, bin ich dumm? Dass es schief gehen soll. Ja, geh nicht ja raus. Mann, wenn man da auch rausgehen möchte, dann... Trotzdem, ich muss so abhalten, gucken, ob es geht. Nee, damit sie krank wird oder was? Du gehst da so rein und dann hast du weiße Schmetterlinge. Sam stirbt nach 2 Jahren. Das ist nicht witzig. Ich möchte, dass Sam am meisten überlebt von... Es geht noch weiter runter. Hä? Oh, oh. Ich dachte, das wäre nur eine Etage. Ich bin irgendwie komplett durch gerade. Ich kann sie nicht steuern. Oh, oh. Oh, oh. Es gefällt mir nicht, wie, wonach es gerade aussieht. Ich mag diese Sicht auch nicht. Wow, das ist schräg. Oh, nein. Genau, das meinte ich. Das du wahrscheinlich auch, oder? Hey, ja. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Oh nein. Hey, das ist so ein Kino. Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir... eine Menge zu zeigen. Denn hier los! Öffne die Augen. Oh Alter, dieser Creep. Augenweide, nicht auf. Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. Scheiße! Nein! 7. Bitte, nein! Wirf die Vase! Warum soll er die Vase? Warum soll sie die Vase? Warum hat er in der Hand? Wirf doch! Stopp. Soll ich das jetzt gucken? Nein. Du kannst halt dafür! Das kann man nicht. Nicht spring, Mann! Nicht verstecken, niemals. Okay. Oh nein! Nein! Digga! So mega krass! Ich hab voll vergessen, dass Scream Tales existieren! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich weiß doch auch nicht weiter! Ich glaub, hier würde ich mich verstecken sollen. Ich glaube, ich hätte weiterlaufen sollen! Dieses Bewegen ist oh nein! Da. Nicht bewegen, Digga. Nicht bewegen. Oh. Sam, versteckst du dich? Das ist nicht bewegt, oder? Stopp, bleiben. Du lachst dich, wenn du glaubst, du könntest mir entkommen. Fuck. Weißt du nicht, dass ich dich riechen kann, Sam? Ja, ich rieche deine Angst. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Fuck, Scheiße! Fuck. Okay! Oh, was? Das ist scheiße. Was? Ziehen und aufdrücken! Was denn ziehen? Mach irgendwas! Was heißt aufdrücken? Du hättest es ziehen sollen, glaube ich. Oh mein Gott!
Sie ist zu schnell! Weg! Egal was hier ist, schon aufgeschissen! Weg hier! Digga! Was du? Er wollte, dass du schläfst, ey. Alter! Wo ist sie? Irgendwo in diesem verfickten Das sieht gar nicht geil aus. Warte, hab ich jetzt Zeit kurz zu atmen? Ey, du bist tapfer geworden. Sie hat sich, glaube ich, irgendwo am Kopf verletzt. Ja. Ey, das ist was Neues. Eine Trophäe für einen Film, bei dem Joshs Vater Regie geführt hat. Oh Mann. Boah, Digga. Das was. Etwas für später. Sam hat einen Baseballschläger gefunden im Keller. Oh! Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt. Sam hat den Psycho geschlagen, um zu entkommen. Zum Glück haben wir den Baseballschläger im Keller gelassen. Sonst wäre ich jetzt sowas von dran gewesen. Weil er hatte mich ja. Er hätte gesagt, hab dich. Und ich dachte, das wäre es halt echt gewesen. Und nein, aber da war ja noch der Baseballschläger. Oh nein. Mann, ich mag diese Sicht. Scheiße. Oh nein. Verstecken, glaube ich, oder? Ich verstecke mich jetzt. Ja, wo willst du da abhauen? Alter, was ist das? Ist das ein Aufzug? Oh, sie hat sich richtig verletzt, hast du gesehen? Ja. Mach das Licht aus. Ich bewege. Guck, von wo ist er gekommen, aber. Er hat uns verloren. Alter! Zum Glück haben wir uns versteckt. Oh! Zum Glück haben wir uns versteckt. Ja. Geh mal weg, was will der jetzt? Ja, alles klar. Hab ich recht. Alter. Schön, dass der nicht da ist. Der Psychokampf, meine erste Trophäe. Wuhu! Oh, du schreie! Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Zwei Silbertrophäen abgeräumt hier. Endlich ist, glaube ich, unsere erste Trophäe. Ja. Wie ihm niemand zuhört, einfach weil er unnötig ist. Alter Schwede, Alter. Was passiert du hier? Du hast einfach einen Bosskampf gehabt. Beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Die Schnauze. Deine überwältigende Angst und Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. Mit dem Richter? Gute Frage, ich schwör. Das kann auch nicht der Psycho sein, oder? Nee, ne? Oder? Die du so verzweifelt quälen willst. Aber warum redet der mit dem Bastard? Warum bringt der Bastard ihn nicht um? Voll kotzen muss das. Ja, Mann, das ist widerlich. Oh nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Geigenmusik hört sie. Suchst du nach mir? Das war mega spannend. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jeff vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo es ist. Oh nein, du bist dran. Scheiße, nein. Halt mal, stopp jetzt Chris und so doof. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Hey, da! Scheiße. Feuerwacht! Nein. Nein! Keine Ahnung. Was willst du jetzt machen? Wenn du den einen verprügelst, dann kommen die anderen doch auf dich zu. Scheiße. Psychose. 5 Stunden bis zum Mord. Ich hau ihm jetzt die Fresse ein. Bist du sicher? Ich hau ihm jetzt die Fresse. Warte. Reiß dich zusammen, bleib ruhig im Moment. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen. Ganz ruhig. Wir mussten sie erstmal zusammenreißen. Ja, die dürfen nicht ausrasten. Du musst ganz ruhig bleiben. Okay, Status-Update. Mach mal. Sie ziehen sich zurück. Finde einen Weg durch die Hirsche. Leute, ich versuch das gar nicht. Ehrlich nicht. Ich versuch einfach nur mich. Also, ich mach das, was ich machen würde jetzt in dieser Situation. Oh, Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht.
Sam blieb unverletzt und konnte sich verstecken? Was? Was hat das damit zu tun, aber? Das heißt, wenn ich mich da versteckt hätte, also wenn ich dieses Eichhörnchen erschossen hätte und mich dann da versteckt hätte, dass irgendwas passiert wäre, oder vielleicht was? Vielleicht wärst du noch immer noch unter... Die Krähe wäre gekommen oder so, oder was auch immer. Nein. Oder... Du wärst ein bisschen unter Schock und sowas, weißt du, und hättest irgendwelche Geräusche immer so gar nicht richtig laut, so atmen. Vielleicht hättest du viel lauter geatmet, okay, als ich gehört hätte. Vielleicht sowas in der Art. Aber gut, dass sie den, das Tier nicht erschossen haben. Fliehen oder verstecken? Sam hat während der Verfolgung alles richtig gemacht. Das kam mir aber nicht so vor, als hätte ich alles richtig gemacht. Er hat mich fast erwischt gehabt. Okay, jetzt. Zeig dir, wer der Boss ist. Ja, komm, wir machen echt Platz. Ganz langsam. Ich glaube, wenn du schnell gehst, dann. Dann gehen die wieder. Ich gehe ganz normal, ich mach nichts. Der geht von alleine so langsam. Achso. Krass. Pass auf jetzt, ne? Jetzt kommt der Alpha, glaube ich. Ja, mach nichts Falsches. Nein, oder? Nein. Er tut mir nichts, ich tu ihm nichts. Er tut mir nichts, ich tu ihm nichts. Nee, ich glaube, das Alpha-Männchen ist noch nicht da. Oh. Krass. Ich glaube, wenn du ihn geschlagen hättest, dann... Wären die ausgerüstet. Vielleicht haben wir da... Emily! Ja! Auf der Klippe! Ja! Oh nein! Wir spielen zum ersten Mal Emily Notwehr. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Guck mal bitte Emilys Dings da. Ja, das interessiert mich jetzt aber auch, Alter. Sie mag Matt überhaupt nicht. Alter, die können sich beide nicht leiden. Guck mal, Matt, sie mag immer noch Mike. Guck mal, ihr Gesicht ist. Sie mag immer noch Mike mehr. Guck mal, wie sie guckt. Guck mal. Sie hallo. Viel, sie hat voll viel Lippen. Hallo. Ich mag sie überhaupt nicht, Alter. Dann ist sie hallo. Geh mal bitte weg, Alter. Was? Kann die gar nicht leiden. Okay, auf geht's. Jetzt spielen wir zum ersten Mal Emily. Ja, endlich, Junge. Also kann sie doch. Also muss sie, ist sie doch nicht so jemand, der sterben muss wie Josh. Ja. Also sie ist doch playable. Das ist der Chair. Ich meine, Hannah und Beth waren ja auch playable. Nee, Hannah war nicht playable. Beth war playable. Ja. Aber die ist verrückt, oder? Oder? Die ist doch runtergefallen damit, der. Ja, ich glaube, das überlebt sie niemals. Dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier vielleicht bleiben. Jetzt. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Warte, wir gehen doch jetzt zum Funkgerät, oder, ja, oder nicht? Wir gehen jetzt nicht zurück in die Lodge. Wir gehen jetzt zum Funkgerät, weil Emily meinte, wir wollen zum Funkgerät. Oh Mann, nee. Ob das so eine gute Entscheidung war? Wir sind schon da. Wären wir zurück, wären wir zurückgegangen. Alter! Oh Mann! Vielleicht hätten wir. Weil, guck mal, wie es aussieht, ist der Psycho aber doch alleine, oder? Ich kann nicht sehen, was ist das? Vielleicht hat er uns extra da weggelockt, damit er sich mit Sam unterhalten kann. Unterhalten? Die Arme. Oh nein! Oh, oh, endlich! Oh, ich hab mich mal wieder in Dusche! Wenn jetzt hier irgendwas Behindertes ist, ne, dann dreh ich komplett auf. Der sieht nicht gut aus. Okay. Alter, wollte er sich gerade erschießen oder was? What the fuck? Oh, der letzte Führung. Wir haben alle. Er wollte sich so safe erschießen. Siehst du das? Warum wollte er sich erschießen? Ey, das wird krass. Das wird echt krass. Also, die Führung sagt mir, wenn Chris eine Pistole hat und er sich irgendwie erschießen will, weil der Psycho, keine Ahnung, ihn irgendwie zwingt oder so, nicht erschießen oder was? Was soll mir das sagen? Ich weiß es echt nicht. Okay, dann weg damit jetzt. Haben wir das schon gesehen? Das. Okay, ja, das müssen wir uns noch merken. Emily muss Dings die Pistole geben. Das hatten wir schon. Und die hatten wir, glaube ich, auch schon. Nee, das hatten wir nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Das hatten wir, das hatten wir. Ja. Und das war von ganz Anfang. Nicht abwirft. Alter, Chris will sich erschießen. Vielleicht macht die ihn ja. Oh nein! Was denn? Weil Chris ja so gesehen Josh gekillt hat, dreht er irgendwie psychisch durch und will sich dann selbst erschießen. Ach was, niemals, oder? Junge, du weißt nie, was psychische Störungen mit dir anrichten können, Alter. Ja, aber die sind da doch immer noch bestimmt am Rumsitzen und Ashley ist doch noch bei ihm. Und mir gefällt das nicht. Mir gefällt dieser Turm nicht.
Warum ist jetzt das Licht aus? Oh. Ich mag das hier alles. Du hast auch einen starken Mann der neben dir, Mensch. Oder willst du mit Chris und so hier sein? Nee, Chris und Emily sind gerade komplett durch im Kopf. Zu Recht. Wieso geht sie mal als erstes nach oben? Ich weiß es nicht. Und warum wartet Matt eigentlich da unten? Ist da unten noch was? Kann ich mit dem reden oder wie ist das? Nee, ich stopp nicht. Wer ist das? Achso, oh, warum lässt er die. Warum lässt er das denn da unten? Das macht doch schon wieder gar keinen Sinn. Vielleicht kann er das nicht mit hochheben. Kann doch sein. Du kannst doch trotzdem die Leiter hochgehen und währenddessen. Wie soll er das denn mal tragen? Weißt du, wie schwer sowas ist? Weißt du, was ich auf meinem Beruf tragen muss, wenn ich die Leiter hochgehe? Ja, aber eine Axt ist auch schwer. Trag mal 100 Meter Kabel, Alter. Warum ist das hier plötzlich so windig? Ja, du gehst. Da ist schon was drin. Girl, dieses Mädchen macht mich fertig, Alter. Ich sag's dir, ne? Die bringt mich echt in die Klapse, ey. Es geht einfach immer weiter. Aber du musst das auch verstehen, das ist nicht mal richtig stabil. Und guck mal, wie weit das hochgeht und wie kalt das auch noch ist. Er kann wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht dabei denken und dachte sich, okay, es ist leichter, wenn ich einfach so hochgehe. Trotzdem, Mann, es ist eine Axt. Also ich verstehe ihn schon. Auch wenn ich das versuchen. Ich würde es aber erstmal versuchen, so. Mit der Axt hochzukommen. Okay, wir sind ganz oben, ne? Die beiden können sich aber überhaupt nicht leiden, obwohl sie zusammen sind. Kannst du dir das vorstellen? So ist das halt heutzutage irgendwie. Die sind nur zusammen, um zu ficken, ganz ehrlich. So ist das heutzutage. Sie mochten sie aber am Anfang, ja. Ein bisschen, ja. Okay. Okay, hier sind Sachen. Vielleicht findet man ja hier die Pistole. Oh. Hannas Plakat. Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2.2.2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Sie ist genauso groß wie ich. Obwohl, ich bin, glaube ich, ein bisschen größer als sie. 1,72 Gewicht 50? Das ist viel zu wenig. Augenfarbe braun, Haferbraun. Können Sie helfen? Rufen Sie an. Krass, einmal nur 50 Kilo. Ich bin, ich glaube, 1 bis 2 Zentimeter bin ich größer als sie. Ansonsten. Was haben wir hier? Ach, das ist das Funkgerät. Das spreche ich, glaube ich, als letztes an. Hier ist noch ein Drucker. Da ist eine Tür. Oh. Ich habe schon mal erwähnt gehabt, im Kingdom Hearts Part, dass du aufpassen musst bei dem Stuhl. Stuhl, Digga. Kannst du wieder hochmachen, ne, wenn du willst. Du musst nur kurz aufstehen. Ja. Toll, hä? Wie wollen die dann funken? Okay, man kann hier raus. Ob das eine gute Idee? Hast du noch alles angeguckt? Da ist noch was, aber ich habe Angst, dass das... Da liegt doch was. Ah. Ach, komm schon. Schau, so bedient man das nicht. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Endlich kann Matt mal zugucken und nichts machen, so, ne? Ja. Was ist hey, das? Das ist Fusebox. Oh, dann haben wir hier also den Strom, ja? Aber warte, ich will den noch nicht anmachen. Kann ich nicht zurück? Musst du jetzt, glaube ich. Oh, doch, ich kann zurück, warte. Ich will den noch nicht anmachen. Guck mal, das sieht so instabil aus, ne? Ja, ist halt echt so, Alter. Das bricht doch jede Sekunde ein hier. Schade, ich glaube, hier ist doch kein... Leuchtwaffe. Da! Ah, da! Emergency Flare! Oh doch, geil! Runter damit! Juhu! Also. Behalte die Leuchtpistole, gib Matt! Du gibst sie jetzt Matt! Jawohl! Oh Mann, ey. Derselben Meinung. Matt war gegen Emilys Plan, zum Turm zu gehen. Matt behielt die Leuchtpistole. Was hat das jetzt mit derselben Meinung zu tun? Wer bekommt die Waffe? Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. Hat das irgendwas beim Status verändert zwischen den beiden?
Hilfsbereit ist gestiegen und sie mag Matt ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, sie vertraut der Matt jetzt bei der Sache mehr und sie ist glücklich, dass sie jemanden hat, die damit umgehen könnte, so weißt du. Ja, also ich hätte Emily in ihrem Leben die Leuchtpistole behalten lassen. Und jetzt können wir das hier mal betätigen. Ist sowas nicht voll gefährlich? Scheiße, ja, wer sagt denn? Okay, oh, oh. Ein Punkt für Matt und Emily. Ich glaube, dieses Licht da oben ist nicht so geil. Ich mag das hier nicht, ich will hier weg. Warte, geht das jetzt? Was willst du denn da drucken? Jo! Beth. Beths Plakat. Vermisst wird diese Person gesehen. Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2.2.2014 zwischen 1.30 und 2.30 Uhr eigentlich das gleiche. Ups. Und dein Handy ist nicht aufgestorben. Ey, die sind ja fast gleich. Guck mal, die ist auch 1,72 und 50 Kilo. 1,72. Wie alt sind die? Beth trug eine leuchtend pinkfarbene gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. Da steht nichts vom Alter, ne? Nee. Schade, ich hätte echt gerne gewusst, wie alt die sind. So, jetzt schalten wir mal das Ding. 18 zu sein, oder? Ich hab keine Ahnung. Dann dreh voll auf, Alter. Du musst noch mehr oder weniger? Vielleicht ich weiß oder? Gar nicht. Ah. Alter, wir haben Signal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Wird uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 bitte Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Können Sie mich hören? Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Du beantwortest mal seine Frage. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Sag, wir sterben, Mann. Oder... Ich informiere Sie. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, helfen Sie, müssen uns helfen. Hat das überhaupt was gebracht? Jetzt mal ehrlich. Was war das denn? Mann. Was mein Bewegungssensor. Ey! Was? Mann, wie lange? Wow. Wow, was ist das? Nicht nur dich, Alter, blöde Jotzel. Alter, was ist das? Wie schnell war das hier oben? Oder war das schon die ganze... Nee. Guck mal, die haben doch... Wer hat das zugemacht? Hat Matt die Luke zugemacht? Was? War das ein Machete oder ein Schlag? Das kann doch... Das muss irgendwas Spitzes gewesen sein. Du kannst nicht einfach so eine Leitung... Das ist, glaube ich... Fällt der Turm jetzt gerade runter? Ey, bitte, lass Matt nicht sterben. Bitte nicht Matt! Eigentlich bitte nicht beide, aber Matt nicht von den beiden. Oh nein, was jetzt? Wir müssen unsere Job. Oh. Matt, hält dich fest! Ehrenmann. Oh nein! Versuch beide am Leben zu behalten. Oh fuck. Ey, nein! Du wärst sowas von gestorben gerade. Quick Times und. Oh, was jetzt? Oh, ich glaube, wir spielen nicht mehr, oder? Hä? Wo sind die jetzt? Wow, wo geht denn das hin? Oh nein!
wir machen im nächsten Part weiter. Es ist schon 30 Minuten vergangen. Leute, beim Clean Post gut. Warte, wir lesen das hier alles noch. Ein Vermisstenplakat für Hannah Washington, ihre Tätowierung und ihre Brille werden erwähnt. Ein Vermisstenplakat für Beth Washington, ihre pinkfarbene Jacke und ihre Mütze werden erwähnt. Alter, what is happening now here, man? Matt lebt noch auf jeden Fall, das haben wir gesehen. Uff, er sieht kaputt aus. Okay, Leute, bleibt clean, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Until Dawn. Bleibt clean und ciao. Bis zum nächsten Mal dann.